richtig. Wir schalten uns wie immer von Straßburg ran, um das Café über die Juli-Session zu schwatzen, die letzte Session über die Sommerpause. Guten Mittag, Herr Görens. Guten Mittag. Herr Görens, das Session war eine von den letzten für die Sommerpause. Die letzte für die Sommerpause, das war aber nicht die einfachste. Das war ein paar Dossier, aber das nächste Dossier, das war Restoration Law, auch bekannt in der NRL. Den Nass hat natürlich aufgestimmt. Herr Görens, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen abklären über das Dossier und zumindest über die Problematik. Bei André Wurk geht hier um das Leit Naturschutzgesetz von der Europäischen Union. Die reicht sich an der Serie von der Vorrufe für die Biodiversität zu restaurieren. Das ist auch am Montreal-Prozess so viel gesehen. Die Prozesse laufen parallel. Und die Europäische Union hat auch versucht, sich dem Geist an den Buchstabenlosen noch wie möglich in den Montreal-Prozess zu halten. Das heißt, dass ein von den größten Klimagesetzen von dieser Legislaturperiode und da kommen ein paar die einschneidenden Maßnahmen, das muss ich wissen, die Einzelterrain eine andere Zustimmung zu verlieren, da wo entwässert gehen, das zum Beispiel in Deutschland, an den Torfmooren, die müssen dann beflutet gehen, weil festgestellt gehen, dass dort die meisten CO2 entweicht. Das ist nicht gut. Also das ist eng von den Restaurationsmaßnahmen zu Lützeburg, schon ich von der Madame Welfring konfirmiert geht, nachdem ich hier einen Brief geschrieben hat, dass der Gros von den Dispositionen, so wie die Kommission sie plant, mittlerweile schon Angang fand an den dritten Naturschutzplan von der Regierung, den im Januar angehalten ist. Schon dadurch mit einzelnen Leuten im Terrain geschwärt, dann da wäre auch schon eine breite Diskussion zu Lützeburg, sodass man doch schon ein ganz paar Elemente an der Hand haben, für das ganze bisschen zu mystifizieren. Die Hüde Lusche partiell auf eine von meinen Frauen geantwortet. Was bedeutet das neue Gesetz, Naturschutzgesetz für Lützburg? Was sind da noch Probleme, die abkommen für Lützburg? Also ich muss so, dass das nicht der Kraft. Den legislativen Prozess gesagt ja hier, dass der Konzern und Parlament sich darüber äußern. Sie äußern sich was wert, aber sie äußern sich was ein Fehler von der Kommission. Die Kommission reicht den Gesetzesprojekt ran. Und die Texte sind noch nicht identisch. Die vom Conseil, die haben den Text von der Kommission amendiert. Das Parlament hat den Text von der Kommission aufgeändert. Alle mussten die zwei Texte an einer Mediation zwischen der Kommission umgeholt gehen. Sie müssen umgelegt gehen. Und reicht dann, geht definitiv die Serie am Parlament ob der Kraft. Ich gehe davon aus, dass das möglich ist. Das Parlament hat schon eine Serie von Amendments, die haben durchgeholt, auch zum Text von der, vom Conseil bekannt, der, wie gesagt, seine Entscheidung schon vier Wochen geholt hat, sodass ich der Meinung bin, dass das da wird gehen. Aber es ist eine Begleiterscheinung bei dem ganzen Prozess, den man rupstehst, dass das ein paar die Malentendu nicht kommt aus der Welt geräumt gehen. Dadurch, dass man nicht genug Zeit hat, um das zu erklären, sind ein paar die Leute am Parlament und auch außerhalb des Parlaments am Gang, sich zu radikalisieren. Das ist wirklich nicht gut. Und in Holland haben wir gesehen, wenn man eine Reform kennt, die nicht ausdiskutiert, dass besonders in dem Bereich, was ganz sensibel ist, dann treiben wir die Leute unbewusst oder bewusst an dem von den Rechtsextremen. Die Verantwortung überholt es nicht. Ich assumiere die auf keinen Fall, weil ich schon versicht, Zeit rauszuhandeln, für das Durchrichten herrscht, zur Aufstellung kommen zu lassen, sodass er die zwei Minuten, die bleiben, hat können benutzen, für mehr Abklärung zu machen. Wenn man dann tun, sie müssen die Wäsche geräumt gehen, wenn ein Präzisionen durch, sie müssen die präzisiert gehen, wenn er bestimmt, als was noch Schuld auf hier rieft, materielle Schuld bei denen, ob die Reform sich appliziert, dann muss ich über Kompensationen sprechen. All die Gelegenheiten sind am Mengen an nicht genug benutzt gehen. Und dafür hätte ich Leber gehabt, wir hätten nicht haut aufgestimmt, mir ist September an der nächsten Stoßbesetzung. Ich habe gerade Worten gespart, Herr Görens. Haut sind Worten, haut und Worten stattfanden zu Straßburg an der Plenia. Herr Görens, wie habt ihr da aufgestimmt? Wie sind Worten ausgegangen? Die sind ja ganz knapp ausgegangen. Die Worten sind ziemlich knapp ausgegangen. Schon dafür gestimmt. Ich habe eine lange Zeit an dem ganzen Prozess eine neutrale Haltung angeholt, weil ich wollte vermitteln zwischen den einen und den anderen.
weil ich wollte Rapport haben, dafür hätte ich müssen, sowohl den Akkord von den Griechen, wie auch den Akkord von den Befürworter von der Reform kriegen. Aber wie das möglich war, habe ich meine Neutralität abgegeben, dann ist schön, dann an der Fin du Compte für die Gesetzgebung gestimmt, weil der Menge an die jetzt responsable Haltung ist. In dem Moment, es käme in Uni eine europäische Naturschutzgesetzgebung aus, den lebt an einer illusorischen Welt. Das geht nicht. Dann würde ich lieber von Astet kommen, dass man die berechenbar gestalten, responsabel, die zwei Elemente, die müssen immer an einer politischen Demarsch durchsehen, wenn ich nicht will, mutwillig die Vision an die Leute dabei zu bringen. Das ist alles für mich magnetisch. Ich bin gerne froh. Ich sage euch da vielmals merci für anzuschalten und bis die nächste Kehr dann noch im September. Merci. Merci auch.